da 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 da. Cold Open. Wahnsinn. Jetzt geht's los. Das wird ein Riesenspaß. Das wird ein Riesenspaß. Das wird ein Riesenspaß. Das wird ein Riesenspaß. Nein, ich Idiotenkind. Nein, ich Idiotenkind. Nee, no fucking way. Wir haben jetzt keine Eimer. Doch, zeig mal, bitte, wie das aussieht. Würde nicht mal draufpassen. Wow. Sieht aus wie ein Amsterdam von Santa Monica. Ihr seid hier und ich bin auch schon da. Wir surfen heute mit dem Brett. Das wird fett. Ziemlich nett. Aber auf jeden Fall sind wir kokett. Hey Kids, wie sieht's aus? Habt ihr diesen Samstagmorgen Bock auf ein richtig geiles Ferienprogramm? Wir starten mit Baloo, der wieder spannende Abenteuer mit seiner tollgrünen Crew erleben wird. Danach gibt's das Neueste der Neuigkeiten aus der Welt der Games. Und wir gucken auch, wer dieses Wochenende am Spieltag in der Fußball-Bundesliga vielleicht die Nase vorn haben wird. Das alles sehen wir gleich nach der Werbung. Yo! Ah, okay. Wusstest du, Simon, er schafft es, Türen zu knacken, aber sie danach nicht zu schließen. Ja. Aufkriegt er sie, aber geschlossen kriegt er sie nicht mehr. Hast du schon mal erlebt von also, Simon? Wenn du mal hörst, über welche Tür reden wir? Diese neue Resident Evil Tür im Keller. Diese ja, wir haben sie entdeckt und gelöst. Das ist wirklich wie Resident Evil. Lass uns mal Chat fragen, welche Zahlen? Wir brauchen 4 Zahlen, Chat. Ja, komm, wir probieren mal eine Zahl pro Minute aus. Wäre geil, wenn es klappen würde. Oh, ich probiere darüber hinaus 1337 mal aus. Ja. Okay. Vielleicht sind die Wirtler ein bisschen smarter. Ey, das ist hier der Hammer! Das ist hier der Hammer! Ey, die Ehrlich Brothers! Die Ehrlich Brothers Hamburgs! Magie! Sorry, mach direkt auf. Ich will reingucken. Das ist wie bei Resident Evil. Ich muss jetzt reingucken. Ah, es geht nicht. War das die Tür oder mein Rücken? Das war dein Rücken. Ich komme über die Stufe nicht. Ich kann dir nicht helfen. Komm hier mal. Ich hätte gewünscht, ihr hättet das Bild gesehen, was ich gesehen habe hier. So. Das da kann so er nicht runter, ne? Da kann er nicht runter. Doch! Colin! Sisyphus war ja sehr stark. Ja, er gilt ja auch als Erfinder deines Lieblingssports, ne? Sisyphus Ball. Oh, wanderst hier auf Nils Bohmhoff ich hab Spuren. Ganz ehrlich, mein Herz pochte. Du willst ins Best-of. Es gibt ja diese alte Comedy-Regel, be funny, don't say funny. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo der Unterschied ist. Die Farbe befindet sich ja in einer anderen Hautschicht. Darüber ist ja die Haut normal. So wie bei dir auch, nur du hast da nichts drunter unter der Haut. Ich hab nie was drunter. Es ist ein bisschen dunkel, aber hier sind so Fenster. Und als ich heute zum Büro gekommen bin, da waren auch schon Fans da. Nils kommt für sowas ins Best-of. Ja, ja, das halt ist echt. Ja, ja. Das Best-of war ja noch nicht. Wenn eine schlechte Woche ist, dann kommst du rein. An der Stelle nochmal ein Dank an Warsteiner, auf Englisch übrigens True Stoner. Und was lustig ist, ist nämlich der Spitzname von Simon. Ist ein guter Gag. Also ich war im Harry Potter, habe mich da erstmal mit der Kassiererin angelegt, weil ich 10 Minuten anstand. Irgendwann habe ich die Schlange gewechselt und habe gesagt, in der Zeit hat die hier 8 Leute bedient. Und dann war das ganze Foyer still, hat mich angeguckt. War ein bisschen unangenehm. Kein Anstand, obwohl er so lange anstand. Ja. Warum hat Napoleon seine letzte Schlacht verloren? Pikinierenversagen. Geld kann ja auch Ehrenwert sein. In welcher Welt ist Geld ein Ehrenwert? Du kannst dir Geld auf ehrenwerte Weise verdienen und dann es auch für einen guten Zweck einsetzen. Der Einzige, der sich für einen guten Zweck einsetzt, ist immer noch Moneyboy. Ey, Tywin, wie bist du zu deinem Namen gekommen? Kannst du sehr gut Krawatten binden? Das ist spannend. Vielleicht wird das dem Tywin ein Tie-Break. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Nahkampf? Was ist denn Nahkampf? U-Boote können, glaube ich, auch so Nahkampf. Zählt das auch rein? Du hast... Der war so gut, ich habe echt gelacht, Nils. Es geht direkt weiter mit Runde Nummer 2. Yes! Da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir da noch ein gescheites Pferderennen zu sehen bekommen. Ja, beim Pferderennen muss man schnell sein. Man muss quasi ein echter Nico Rosberg sein. Ja, man sagt ja auch, wer reitet, der Rost. Ah!
Ah, das ist das Signal. Anscheinend ist der Hai wirklich die Waffe der Wahl heute Abend. Also bis jetzt, die Haie haben mich immer gut geleistet. Ja, also mit diesem Schwert wird er förmlich auch zum Samurai. Wahnsinn. Für Anton ist jeder Einsatz wie der eines U-Bootes. Ist immer eine Submission. Und hat schon mehr Zähne gekostet als meine Fahrradschaltung. Wenn er das... Ich meine, man könnte fast sagen, Mel spielt einen Saumurai. Ja, Mel richtig am Kochen. Wir sollten sie vielleicht Melzer nennen. Danke. Danke, Nils. Ja, bitte. Ihr könnt mich jederzeit anrufen. Ja. Mervi ist nur Plastik, ne? Wie gesagt, ja, ich kann es nicht. Sein. Ja. Reiß sie nicht auseinander, das ist eigentlich alles. Dafür hast du das richtig gut gemacht gerade, Budi, ne? Alter, was für erbärmliche Moves du da drauf hast. Krass, du benutzt das wie so ein Handtuch, wo du dir morgens unter den Achseln dir einmal da... Also wollte sich das Wasser von den Schultern klopfen. Jeder Mensch kann irgendjemanden imitieren. Wen kannst du, Walle? Weiß ich nicht, ich wollte gerade gegen argumentieren. Mach Yoshi, grad, Yoshi. Ja, geil. So, können wir bitte ein Yoshi-Bild sehen? Ich nehme den Hund so und mache ihn in den Mülleimer. So, zack. Was hast du denn, den kleinen scheiß Hund hier? Ja, ich glaube, jetzt haben wir wirklich genervt hier. Obwohl, der Hammer ist natürlich... Oh, wollen wir ganz kurz zum Griff mal ein? Wir sind zwei, das ist Schicksal. Oh, hör du auf! Warte doch mal! Edward! Da! Die Simon und Kuchen-Show! Geil, das ist aber der Dürfste. Simon, das ist der beste Tag meines Lebens. Vollmahlzeit in Quaderform. Darauf freue ich mich enorm. Belegte Fritten, Ball aus Hack. Was kitzelt köstlich den Geschmack? Was ist fürs Klo? Was zählt zum Besten? Das will ich heute für euch testen. Was passiert denn, wenn man Schlagsahne schlägt? Dann wird sie doch zu... Das schaffen wir nicht ohne Handrührgerät. Schlagsahne? Wird Schlagsahne zu Schlagsahne, wenn man sie schlägt? Und was, wenn man sie nicht schlägt, ist sie auch Schlagsahne. Der stupideste Job, den man sich so vorstellen kann. Mit sehr viel Kraft und sehr schnell, sonst passiert da gar nichts. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich ripped werde. Richtig ripped. Ich werde so richtig ein auf Muskelmann. Ist Eddie dann wohl angenehmer oder weniger angenehm, wenn er ripped ist? Ich könnte mir vorstellen, dass mit so einem körperlichen Wertigkeitsgefühl, was du ja vielleicht damit verbindest, so eine gewisse Bescheidenheit im Wesen dahergeht. Es ist schon, dass es technische Geräte für sowas gibt. Es ist ja kompletter Quatsch, sowas zu machen. Nur, dass ich das verstehe. In deinen Augen bin ich der Lauteste, weil ich fett bin. Die Flecken oder was? Ja, die Flecken. Überall. Alter Mann mit Schneebesen. Jetzt wird's wieder flüssig. Wo kommt denn jetzt die Sippsche da unten her? Hä? Okay, was machen wir jetzt? Wo ist es denn jetzt hin? Wo ist denn jetzt die Sahne hin? Eben war es doch noch richtig cool und jetzt ist es plötzlich so. Oh nein, du hast Butter gemacht. Wenn man Sahne zu doll schlägt, dann wird daraus Butter. Das sagst du mir jetzt? Das ist ja wie so ein See gekippt. Es war wirklich gerade perfekte, weiße, cremige Sahne. Oh, shit, ey. Und jetzt sind's Flocken. Du hast doch die ganze Zeit mies gelaunt. Ja, weißt du warum? Weil ich Sahne geschlagen habe. Ja, wir haben 15 Minuten, bis es Butter wurde. Das habe ich 20 Minuten geschlagen, damit es in den Palaschinken kommt. So geil. Boah. Der muss dir schmecken, ne? Der muss dir schmecken, Gregor. Du bist jetzt ein Werbesprecher. Jetzt. Nur ja! Oh, seitdem ich diesen Senf esse, habe ich 10 Kilo abgenommen. Und liebe Tiere. Es ist für mich auch eklig. Du bist Tabletten, Gregor. Ja, wirklich. Was ist das Problem? Ich glaube, ich bin blind. Ach. Die Sonne ist die beste Freundin, drum lassen wir sie rein. Sie bringt uns Weizen und auch Wärme, drum schmeckt sie ja so fein. In Blumenöl, ich sag es euch, ist sie ein feiner Gast. Drum willst du braten, hast es eilig, ein wenig vielleicht hast. Dann nimm nicht die Olive, das ist ein fieser Fang. Nimm lieber Sonnenblumenöl, dann wird dir nicht Angst und Bang. Der Kardiologe, meine Güte, frag ihn doch erst später. Heute geht's um den Genuss. Liegst du im Grab, hörst du nicht mehr das Gezäter. So. Wenn irgendwo bei Rocket Beans von After Dark gesprochen wird, haben alle denselben Gag auf den Lippen. Ich hab vorhin gesagt, ihr seid der After Dark Bereich, heute wohl eher der Dark After Bereich. So.
Der schönste Ort ist natürlich das eigene Zuhause. Dort kann man schön seine Hobbys nachgehen, Eisenbahn bauen. Masturbieren. Kann man masturbieren, kann man ein paar Nüsse snacken, kann man sich schön masturbieren, ein bisschen Schinken rein, alles in irgendwelcher Reihenfolge. Schinken essen, masturbieren. Wow. Schneiden wir? Nee, wir sind live, ne? Scheiße. Ja. Könnt ihr das größer noch machen? Das kann ich größer machen, klar. Das wäre jetzt meine erste Frage. Was ist das schon? Danke! Okay, ich habe hier ein Wort gelegt. Fat Bun. Der Künstlername eines Erotikdarstellers. Der Künstlername eines Erotikdarstellers? Der Künstlername eines Erotikdarstellers. Und Fat Bun ist natürlich ein Erotikdarsteller. Mhm. Bei mir ist es Lexi. Nummer 1. Der Titel eines Erotikfilms. Und Surprise, es ist der Titel eines Erotikfilms. Richtig stark. Sehr gut. Das ist ein kleiner Wotz. Und wann passiert das? Anderes Wort für Zungenkuss. Chris hat erstmal einen Wotz aufgebracht. Hast du Lust, ein bisschen zu wotzen? Richtig schön. Und dann hat er mich gewotzt. Dann hat er mich angewotzt. Wir sind in irgendeiner Bar, wir sind in irgendeiner Disco, wir bandeln miteinander an, es läuft gut. Wir sind schon ein bisschen angetrunken, langsam so, hey, sollen wir fockern? Ja, okay. Dann gehst du, dann geht ihr in die Wohnung, dann siehst du so einen alten TV und denkst, ach Mensch, finde ich cool, ist sympathisch. Und dann hörst du es. Diese Scheiße fiebt. Die hat diesen hochfrequenten Ton. Die ganze Zeit dieses... Wo ist dieser Dude? Das muss ja ein Use Case gewesen sein. Der ist tot mittlerweile. Wegen des Fiebens. Altersschwäche. Ich wollte auf die Altersschwäche hinaus. Ja, schön. Nein, warte mal, war es auch nicht besser. Naja, jedenfalls... Was? Muss ich den anziehen? Ich habe eine Latexallergie. Nee, das habe ich schon mal gehört, aber hat auch nicht funktioniert. Diese unpräzise Linienführung, die darauf zurückzuführen ist, dass man das mit dem Joypad machen muss, ähnelt der Linienführung von Eddies Tattoo. It's gonna happen. It's gonna happen. Tu das. Tu das. Traut er sich. Er traut sich rein und ziehen. Oh, ich liebe dieses Zittern am Ende. Es war fantastisch. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie ich gezittert habe? Die Linie ist überhaupt gar nicht drin, leider. Das war... Machen. Ich krieg einen ganz neuen Respekt für deinen Job gerade. Dankeschön. Vorher hast du mich nicht respektiert, ne? So. Und man sieht halt, hier an den Linien sieht man, wie ich gezittert habe. Das Tattoo wäre perfekt, wenn die Blaupause im Hintergrund nicht wäre. So wollte ich das nämlich so sagen. Das Beste ist natürlich die Bohne. Bohnen. Oh. Ich habe hier gerade das Töpfchen und da sind voll wenig Begriffe drin. Und da wollte ich fragen, ob ihr nicht Lust habt, wenn ihr... Jetzt ist es noch weniger. Jetzt will ich aber sehen, ob das auf ist. Mann stirbt, nachdem er versucht, Papier zu essen. Ich danke, danke. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet, dass es unterhaltsam war, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch zu danken. Bohnen! Wir bedanken uns natürlich auch bei euch, dass ihr so fleißig mit zugeschaut habt. Wenn ihr das Ganze hier als VOD seht, dann lasst doch einen Kommentar da. Wir lassen einen Daumen nach oben da und gibt es euch dreckig und gut. Bis bald. Tschüss. Geil.